Okay, dann tauschen wir heute mal. Du bist Okay. der Grinch. Oh, weia. Und ich bin der nutzlose Hund. Nicht nutzlos. Vergiss nicht, was mit dem Kick. Der mörderische Hund. Ja. Der wurde nie wieder gefunden. Aber wo müssen wir rein? Du bist schon richtig. Oh. Wir sind jetzt in der Landschaft und nicht mehr in den Höhen. Wir haben es weiter geschafft. Der Grinch, oder die geklauten Geschenke von Dr. Sohn. Und dann folgte schließlich die schlimmste Pein. Alle Hus aus dem Hudorf, groß und klein, stünden eng beieinander, die Glocken erklingen und Händchen haltend würden sie singen. Sie würden singen und singen und singen, 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 singen. Der Gedanke an den Hu-Gesang gab ihm den Rest. Ich muss es stoppen, dieses Weihnachtsfest. Schon 53 lange Jahre lang ertrage ich diesen Weihnachtsgesang. Ich muss es verhindern. Jetzt oder nie. Ich schaffe Weihnachten ab. Es fällt aus. Nur wie? Eine gute Frage. Oh. Dann kam ihm die Idee. Eine scheußliche Idee. Dem Grinch kam eine wunderbar scheußliche Idee. Klang gut. Wollen Sie uns nicht sagen, was die Idee war? Oh, das sind aber hinterhältig gemeine Kerle. Kerle. Ich dachte, das hat ein Doktor erfunden. Der Doktor weiß, wenn man Leute auf Spannung hält, ist das nicht gut für deren Blutdruck. Aber ein Doktor weiß auch, wie man Dinge geheim hält bei der Handschrift. Auf dem Eis sind Bewegungen schwer zu kontrollieren. Rutscht der Grinch aus, wird er nicht mehr verfolgt. Achso, ich darf hier diesmal nicht die war das knapp. Oh, verdammt. Hier läuft eine Katze rum. Oh, ich denke mal, die Fledermaus. Oh, scheiße. Ja, warte mal, ein bisschen mehr drauf. Guck mal, ich bin im Schnee verschwunden. Oh. So. Das ist lieb. Vielen Dank. Gerne. Oh, verdammt. Habe ich irgendwie gesehen. Ich war zu sehr auf Geschenke besessen. Oh. Ja, nicht. Danke. Oh. Kann ich nicht. Nee. Ich kann die perverse Sachen. Ja, genau. Du machst jetzt das Lasso. Ich rutsche auf. Hui! Wenigstens hat das Eis auch einen Effekt auf mich. Warte ab, bis die Abgründe kommen. Ja, zum Beispiel jetzt. Tada! Wie macht der das? Keine Ahnung. Wo sind die Puzzleteile? Wir brauchen noch Puzzleteile. Mann, warum sprengt du? Du kannst einen Doppelsprung, wollte ich nur sagen. Verdammt. Und ich kann gar nicht mehr springen aus irgendwelchen Gründen. Ach, da bin ich. Ich bin auch nochmal. Immer dieser Selbstmord. Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo. Ach, da bin ich. Oh, Mist. Oh, Mist. Ha! Oberlangweilig. Das Zuckerstangenlack. Oh, da Das Zuckerstangenlasso verwenden. Verdammt. Müssen wir da noch mal? Das Zuckerstangenlasso. Wir können noch mal das Zuckerstang. Warum war ich jetzt plötzlich wieder raus? Wir können noch mal gucken, was auf der anderen Seite ist.
Oh, da muss ich ja aufpassen, Kille. Ich bin geholfen. Immer doch. Das Grinchs bester Freund. Wo bist du? Der hat mich nicht mitgenommen. Ich kann hier nicht durch. Was ist denn das für ein Preis? Lol. Ja, dann geh mal vor. Irgendwann komme ich ja da schon. Hi. Ich aus, wenn du Maus macht dich nackig. Okay, da geht's doch nicht weiter. Aber warum stirbt er da? Da ist doch nur Schnee. Hey, cool, gut gestorben. Dann muss ich den ganzen Weg durch die Spinne an. Hallo. Oh. Ich bin schon auf der anderen Seite. Momo! Ich bin schon. Verdammt, das war zu. Verdammt. Er hat das Licht wieder angemacht, das wird das nicht. Nein, ich bin da nicht gut drin. Komm! Und. Oh, hast du das? What the fuck? Was war das für ein Sprung? Ich bin schon wieder raus. Jetzt nicht wieder. Ey, ich komm da nicht hoch. Ich auch nicht. Ha! Das ist aber echt gemein, das ist so verlockend da oben und dann kommt man da nicht auf. Ja. Aber nun, ja, vielleicht sind da auch Vorteile. Ich weiß es nicht. Oh. Wieder zurück. Oh, da war ja nicht drin. Verdammt! Der ist ja schon wieder da. Ja, der ist da, wenn du stirbst. Muss ich rutschen? Nee, hier kommt man nicht hoch. Auf das, oder auf den Stamm da? Kannst du vielleicht, ja eben, vielleicht vom Stamm aus da hoch? Hey, warum hältst du dich nicht fest, Junge? Kann ich nicht bellen? Warum kann ich nicht bellen? Ich würde gerne bellen. Bell, bell, bell. Nee, der hält sich da auch nicht fest. Okay, dann halt nicht. Aber als ob hier noch kein einziges Puzzle war. Oh, oh, oh. Das vergesse ich. Das vergaß ich fast. Dieses Männchen. Ein Haus! Oh, müssen wir uns wieder vor Lebkuchen verstecken. Oder vielleicht diesmal vor den Hus. Vielleicht wollen die einen auch knuddeln. Oh je. Es ist auf jeden Fall wieder eine Sicht. Eine Diese Sichtbar. Liebestollen Hus mit ihren erdrückenden Gefühlen. Der Grinch würde lieber Kakerlaken durchwühlen. Ach, wie der grimmige Grinch Hu Umarmungen hasst. Verlasst. Okay, jetzt sind es also wirklich die Hus. Der mich? Der sieht mich nicht. Hier unterm Tisch kannst du kann dich nicht denn da. Jo, hab ich denn was von Vorkommen gesagt? Wie kann es sein, dass deine Mutter so hell ist und du so dunkel? Wo ist der Vater? Ah, ich hab das Ding berührt. Da ist der Vater. Irgendwas stimmt hier nicht. Wieso ist das Kind dunkel und die Eltern beide hell? Ich sollte aufhören, die anzurennen. Wartet, wo ich bin. Herrchen! Oh. Hey, ich hab gesagt, du sollst nicht vorkommen. Okay, ich hab ich nicht. Hey, was ein Puzzleteil. Hier waren schon mehrere. Hier haben wir alle gesagt, wir haben jetzt schon 3 Stück. Wo bin ich? Da bin ich. Ach so, ich kann zwischen den Räumen so hin und her wechseln, wenigstens. Ja? Hallo. Da ist ja noch eine Hundetür, aber da komme ich nie durch. Sind die ja du mit allem? Kannst du nochmal hier rüberkommen? Ich will sicher gehen, dass ich hier drüben nichts vergessen habe. Nö.
Ach doch, da war noch ein Geschenk. Ach so, da ist noch eine Treppe. Ja. Oh, da ist eine Schnell weg hier. Warum will mich eigentlich keiner umarmen? Warum will mich eigentlich keiner umarmen? Ich bin doch ein süßer Hund. Und es wundert sich auch keiner, dass ich da bin. Vielleicht können die Husen nicht nach unten gucken. Ja gut, mit den Frisuren. Ja. Dann fällt es plötzlich nach vorne um. Den habe ich irgendwie nicht kommen sehen von ihm. Ach, jetzt bin ich ehrlich, wieder nochmal. Diese liebestollen Hus mit ihren erdrückenden Gefühlen. Der Grinch würde lieber Kakerlaken durchwühlen. Ach, der grimmige Grinch, Hu Umarmungen hasst. Verstecke dich vor dem Hus und dieser Last. Ja. Also ich kann oben zwischen den Räumen hin und her laufen, aber wenn du da hoch willst, müsstest du halt die Treppe nehmen. Ja, dann gehen wir gleich hier hoch. Hier ist noch ein Geschenk. Ein Geschenk des Himmels. Da ist ein Schrank. Da bin ich rein. Ja, dieses dramatische. Sieb. Tada! Hä, das ist komm da rein, guck mal, wie staubig das hier ist. Ach du mein! Und ich dachte schon, ich bin unordentlich. Bevor die alte kommt. Oder die junge. Aha. Oh, oder der alte. Ist der noch da? Das. Der sieht ein bisschen aus. Der sieht ein bisschen aus wie das Monopoly-Männchen. Dann sieht er mich nicht. Oh Gott, der ist vergessen. Sie würden mich hier nicht sehen. Momo. Kannst du bitte vom Mikro weggehen? Kleiner Frechdachs. Ach Mann, warum schaffe ich es nicht vor diesen Dingern zu verstecken? Ich bleib jetzt wirklich ganz nah bei dir, dann kannst du auch immer an die Geschenke. An die Geschenke, ja. An die auch, aber vor allen Dingen an die Verstecke. So, jetzt aber nochmal hier. Diese liebestollen Hose. Oh ja, das haben wir jetzt schon dreimal gehört. Die Hose und bla bla, die sind ein bisschen hartnäckiger als die Kekse. Die Kekse waren halt zum Üben. Und die Hus sind jetzt der Endboss. Geh wieder hoch, du dummes Ding da. Weil sie sind ja nicht mal der Endboss. Ich meine, es kommt ja dann noch die Stadt. Wir sind jetzt erst in der Landschaft. Wow. Schnell unter den Flügel! Der muss ja immer erst seine Pose. Willst du da mal unten bleiben? Wow. Ja, das ist egal. Solange du die Pose machst, bist du auch schon versteckt. Okay. Ich weiß nicht warum. Oh Gott. Hilfe! Oh mein Gott, du fucking schnell! Versteck dich! Geh weg von meinem Herrchen. Momo, was machst du da? Weg hier. Lauert hier eine Gefahr? Nein, die ist drüben. Momo! Kommst du noch mal hier rüber? Hier sind noch Geschenke. Ja, im Signal glaube ich. Hier sind wir noch mal rüber. Ja, du alle kannst mir egal sein. Ich bin ein Hund. Ich bin ein Hund. War es das da? Das war's. Na dann. Hey, warum bewegst du dich nicht? Oh! Schnell weg. Scheint den Leuten aber trotzdem irgendwie völlig wurscht zu sein, dass der Grinch und sein Hund in ihren Häusern unterwegs sind. Los, kegel alles um, was da unten ist. Oh. Dich selber solltest du eigentlich nicht umkegeln. Ja, ja, wer kennt nicht noch das gute Teeohrtee?
ich mal nicht. Wow, beinahe wäre ich stecken geblieben. Ich bin noch gar nicht stecken geblieben. Warum nicht? Oh, beinahe hätte der das Männchen da getroffen. Ich bin reingeschlittert. Oh. Irgendwie habe ich das nicht kommen sehen. Ich auch Mann. Nicht. No, also. Hörchen! Lass mich hier nicht allein! Schwupp. Hä? Ich war doch. Das macht keinen Sinn! Mann, ey, jetzt komm, ich spreche schon mal zusammen. Wir haben noch nicht mal das erste Level geschafft. Verdammt. Na gut, ich bin der Selbstmordhut. Das ist scheißegal, wenn ich sterbe. Mama. Oh. Er kann sich an diesen Eisdingern irgendwie nicht festhalten, glaube ich. Habe ich den Eindruck. Oh, muss ich jetzt wieder alles nochmal... Nein. Verdammt. Ich finde es auch ein bisschen doof, dass es hier keine Möglichkeit gibt, dein Herz wieder aufzufüllen. Oh. Hilfe! Ha! 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 Ah, da oben ist ein Wasser, gar nicht gesehen. Ach, das ist der Hauptweg. Oh. Dann müssen wir doch mal die anderen Geschenke holen. Okay. Aber jetzt ist hier ja... Ich dachte auch, das wäre der Nebenweg. Aber hier ist ja dann gespeichert. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, kommen wir da wieder raus. Oh. Warte. Mein Gott. Okay, hier ist auch eine Glocke. Hä? Gibt es zwei Wege? Und welchen geht's dann? Keine Ahnung. Oh. Wir gehen den nach unten, würde ich sagen. Oh, das ist ansonsten gehen wir hier noch mal ein paar weiter. Oh. Ja. Wo kommst du her, Olivia? Er verfolgt mich. Jetzt nicht mehr. Nein. Irgendwie führen alle Wege noch um. Ach Mann, ey. Stimmt ja, ich kann ja da irgendwie nicht durch. Ha. Oh, warte, jetzt kommt der wieder. Auf den Knopf. Boah, das knapp, ey. Du hast auf jeden Fall so einen Lachen. Sieht so komisch aus. Und dann muss ich mich da lang schwingen. Und jetzt? Gute Frage. Ach, oh, wow, das ist so, also das ist auch ein Haupt. Es sind die beiden Wege kreuzen sich quasi, wenn man da oben trotzdem ein bisschen verwirrend. Warum bin ich schon wieder abgemeldet jetzt? Ha! Ding. Oh, hey, da kommt's.
Also irgendwie glaube ich, da oben ist vielleicht noch was. Verdammt. Was meinst du? Boah, nee, das war ja ein Riesensprung. Ich glaube, du kannst dich auch da oben lang hangeln. Momo. Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Momo, nein, er will mir den Pullover. Ja, Mami ist doch da. Momo ist doch alles da. Hä? Ja, mein kleiner Knüppel. Gehst du bitte von meinem Fuß runter, Momo? Du bist schwerer, als du aussiehst. Pöldeboy. Müssen wir das alles wieder zurück? Ja, wenn du stirbst, müssen wir alles wieder neu sammeln. Oh, hier geht's nicht weiter. Nein, du musst nach oben. Los, lass los. Hat's nur geklärt. Ich glaube, er fühlt sich ignoriert. Oh nein, wieder versteckt. Ja, so dachte ich beim letzten Durchgang auch immer. Nee, nicht schon wieder die Kekse. Wir gucken, sind die hier? Hier ist ein Bad, also hier sind sie wahrscheinlich nicht drin. Was ist das für ein Hausbau? Du musst durch dein Badezimmer durch. Hey. Oh, es sind Kekse! Runter mit dir! Es ist schon wieder dieser verbrannte Keks. Oh je, ich meine leider nicht. Oh. Ich komme nicht durch. Ah, jetzt. Ich weiß nicht, ob wir hier schon alles gesammelt haben. Ich will nochmal ganz kurz hin. Da ist dann halt noch ein Zimmer, da müssten wir dann vielleicht doch nochmal hin. Wenn ich da jetzt hochgehe, dann schnappt mich das. Ich muss mich erstmal entladen. Und dann auf geht's. Und auf geht's. Oh, da ist ein Keks. Wie komme ich jetzt an diesen Keks vorbei? Ganz schnell rennen. Oder du wartest halt, bis er hier im Zimmer ist, versteckst dich und dann nehmen wir durch. Umarm mich, ich will umarmt werden. Hallo. Oh, was ist denn der zweite Keks? Wo ist er hin? Kein besonders schlauen Keks. Mann, ein dummer Keks soll da vorkommen. Lauf ganz schnell. Du kannst ihn auch unter den Tisch. Okay. So geht natürlich auch. Oh, da ist ein Schrank. Dann gehen wir dort einmal rein. Ist wirklich nur dieses eine Geschenk. Wirklich? Wow. Momo! Hey, hast du nichts verloren? Oh, der Keks. Hoffentlich lauert der andere Keks nicht. Hey. So. Er ist nicht im Bad. Er ist wahrscheinlich irgendwo hier. Komm gerade hier runter. Momo macht die ganze Sache noch schwerer. Los, wir spielen Tischtennis. Ach, Manu! Oh, ja, wo? Soll ich dich zudecken? Das klingt ja toll. Sie versucht, ihre Beute mit klebrigen Fäden zu umschlingen. Sie hängt nicht nur dran runter, sondern scheint auch zu schwingen. Haben wir es jetzt tatsächlich mit einer intelligenten Spinne zu tun? Nein. Als ob die normalen nicht schon schlimm genug wären. Oh nein, die schwingen. Wie komme ich da jetzt durch? Ganz schnell.
aber mit schnell wird das nicht. Ich hab dich lieb, aber bitte lass das Mikro in Ruhe. Hey. Oh. Komm ich darüber? Nein. Man kann es ja mal versuchen. Hey. Ah. Ich bin wieder so rutschig hier. Das werden wir gleich sehen. Nein, wir haben. Hey. Kannst du puzzeln? Hörst du mal auf, Katze? Nee, wir haben noch nicht genug Teile. Wir brauchen noch 3 Stück. Momo! Momo, benimm dich unter der Decke. Oh, nein. Nee, Angriff ist gefährlich. Oh, verdammt. Verdammt, Doppeldampf. Oh, einfach verdammt. Momo! Kannst du da unten einfach schlafen oder was? Katzen und ihr Talent einfach Leute weg. Gibt's eigentlich mal extra Punkte, wenn man den weg extra. Nee, gibt's nicht. Mann, oder auch der Mann. Die sind ja wie die Kumbas. Sind keinem was zu leid und sind nervig. Weil man die ganze Zeit dagegen rennt. Oder sind super Kumbas. Wie sieht's aus? Man wollte wieder Pizza bestellen. Ha! Was ich habe Pizza. Ist die Pizza. Für dich und mich. Pizza! Geh weg! Du verdammter Möchtegern-Soldat! Meine Mann berühren ihn nicht! Geht ihr bitte an? Warte, was kann der denn? Das ist unfair! Na warte! Ihr kriegt... Warte! Nein! Ja, du. Ich glaube, das funktioniert nicht. Rüber. Ich verdammt. Ha. Das habe ich kacke gebaut. Vielleicht kommt er noch mal zurück. Auch wir diesen Ball? Keine Ahnung. Du kommst auf jeden Fall ohne ihn darüber. Vielleicht brauchen wir ihn gar nicht. Ach verdammt schon, man kann ja gar nicht von unten durchspringen. Was ist eigentlich dein Problem, Kumpel? Das fühle ich mich auch. Ich muss auf Klo, ich muss auf Klo. Ha! Yeah! Oh, da oben ist ein Lasso. Hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Ah. Und Schlumpf. Schlumpf. Nein. Habe hier auch durch die Gegend geflogen. Na. Ist jetzt hier noch. Ja. Ja, der sucht sich immer irgendwas, wo er runterkriechen kann, dann schläft er da. Ich kann ja nicht springen, stimmt. Das Päckchen müsstest du noch holen. Was ist denn da ein Päckchen? Oh.
kurz die Lage checken, aber hier ist doch eine Treppe, hier kannst du doch auch hin. Oh nein, das ist ein Käfer! Oh, den habe ich nicht gesehen, der Schwarz. Hier gibt's gar nichts, wo du dich verstecken kannst. Na toll, na dann. Wie viele Leute noch ein Huhn? Hast du mich in die Enge getrieben? Was bist du? Du guck dir das Gesicht an, Alter, wie creepy der aussieht. Na dann mal unter den Tisch. Alter Falter. Hast du diese Crazy Kekse gebacken, du Freak? Crazy Cupcakes. Gute Papa Pute. Oh, kann ich mich hier verstecken? Nein. Mist, Der Blick war gut, der war sehr gut. Scheiße. Machen wir einen A-Counter. Oh, können wir A sagen? Ich glaube, Momo hat vorhin wirklich fast einen Stream gestartet. Oh, jetzt müssen wir nochmal an. Vergiss das im Schrank nicht. Oh. Dann müssen wir dir ja jetzt eigentlich wirklich hier hochlocken fast, ne? Ich guck mal kurz. Sie laufen hier rum. Freak. Rockin' okay, Freak. Wie kann ich mich hier verstecken? Ja, gar nicht, das ist ja das komisch. Ich weiß es nicht. Ich dachte, wir rennen schnell durch. Oh, wo ist denn das Huhu? Oh! Gut, dass der mich nicht anguckt. Oh, nein. Na dann. Hier kannst du dich auf jeden Fall verstecken. Das, ach doch, ich kann es einsammeln. Gehen wir jetzt nächstes die Treppe da. Ich sammle kurz. Oder wir gehen hier einfach durch. Ich vergesse das Ganze und komme hier. Hier ist aber kein Ausgang. Na dann. Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Schnell unter den Tisch! Oh. Tja, Schatten, das ist schon gruselig. Schnell! Hier oben dürfte ja keiner mehr sein, hoffe ich. Ja. Moment. Ja. Oh mein Gott, da gibt's noch eine Treppe. Oh, da kommt schon der Keks. Der Keks. Der Keks ist gut. Ach, den kann ich einsammeln. Ins Bad. Puzzleteil. Und los! Hier ist ein Ausgang. Es geht nicht weit, es ist nur ein Ausgang. Nichts hier raus. Ich bin ein Hund. Ich wedel mit dem Schwanz. Das ist erst, wenn wir das Gegenteil nehmen. Dann können wir sicher machen. haben wir da schon alles angenommen? Ich hab zumindest nichts mehr gesehen. Immer noch mal Kontrolle sprechen. Und danach müssen wir offenbar wieder in ein Huhhaus. Ich dachte, die Dinger. Du musst sie nie los sein. Ich mag jetzt lieber die Mühe. Nun war einer höhlt. Jetzt sind wir in einem Huhhaus. Du weißt halt nie, wo die Dinger sind. Ja, das wäre eigentlich echt cool und eine Möglichkeit. Das, wir haben dasselbe Kind wie die andere Familie. Das gibt mir zu denken. Hier ist wohl offenbar auch nicht so richtig schnell. Was unter den Tisch? Ich sammle hier schon mal die Geschenke. Und pinkle an den Bobs. Okay.
Aber kennen die eigentlich schon den Grinch? Oder? Im Trickfilm kennen die den tatsächlich. Aha, und den finden die dann so toll, dass sie den umarmen müssen. Na, offenbar schon. Also ich habe den Film, wo das Spiel von ist sozusagen, da habe ich irgendwie nach einer halben Stunde abgeschaltet, weil ich den so scheiße fand, ehrlich gesagt. Ich bin mit allen durch. Die mich weiter belästigen. Kann man die nicht anzeigen? Wegen sexueller Belästigung? Eigentlich ist das schon Nötigung. Nicht in Huhaus. Oh, das ging so schnell. Da konnte ich. Nicht. Oh. Oh Gott, eigentlich war das ein Geschenk. Ein Geschenk des Himmels. Tut das weh, wenn ich diese Fledermaus anfange? Warum, dass ich da nicht dran Schätz halten kann? Meine Güte, jetzt komm noch mal, tu doch nicht so blöd hier. Dich meinte ich doch nicht. Lolo. Mann. Nein, Lolo meintest du nicht. Oh, Eva fliegt. Na Donner. Ha. Jetzt. Ja, hallo? Er hat doch schon extra Stiefel. Ha. Ha. Oh. Du schaffst es. Runter. Und dann tue ich mir weh. Ich habe schon Blasen an den Füßen. Oh. Ich hab doch nichts. Gut erkannt. Oh no. Ich glaube, hier oben ist gar nichts weiter. Oh, dafür? Oh. Okay, wir können hier direkt weitergehen. Das ist ja natürlich auch schön. Oh Mann, ich probiere. Ah. Komm, ja. Jetzt kommen die sogar schon im Doppelpack hier. Da denkt man sich nicht, und auf einmal merkt man, dass man ja eigentlich im Doppelpack ist. Mit einem Selbstmordhund. Momo, das machst du doch mit Absicht hier mit dem Mikro. Gib es zu. Oh. Mist, ich hasse mich nicht. Ich bin hier mit ihren Krabbeln angekrabbelt. Ah, hier ist wieder sowas, wo ich nicht rüberkomme. Das ist Diskriminierung von Hunden, ist oh, das. Fuck. Von einer Spinne getötet. Also Leute, Spinnen sind manchmal doch ganz schön gefährlich. Ha. Ja, besonders wenn du in Australien oder so lebst. Daher rennt immer schreiend davon. Die kleine Mädchen, ja, schreien sie. Und fackelt euer Haus. Genau. Am besten, ja, wenn das Spinn, das Spinnding vor eurem Haus geht. Geht um. Das ist die beste und logische Entscheidung, die ihr machen könnt. Ansonsten geht ihr wie uns. Ich werde getötet. Oder ich hab nie die Chance gefunden. Nein, ich hab auch nicht, wenn man nie getötet werden kann.